So, dann kommt mal ein bisschen näher ran, dann können wir loslegen. Wunderschönen guten Morgen. Stefan Eils ist mein Name, ich bin hier der Schulleiter an der BBS. Und wenn man mal hier hinter uns guckt, ist das so eine Mischung aus Zahnarztpraxis und Fabrik. Was wir heute hier zeigen wollen, sind so Dinge aus dem, was man Industrie 4.0 nennt, was man Digitalität nennt. Alles das, was da in klein in dieser zahnarztpraxisartigen Aufbau zu sehen ist, haben wir hier im Gebäude an verschiedenen Stellen verteilt. Somit haben wir heute einen Tag organisiert, wo Sie nachher in Gruppen an verschiedenen Stationen sich das angucken, was Industrie 4.0 so ein bisschen ausmachen kann und Berührungsängste zu nehmen, um so ein bisschen so den Kontakt herzustellen zwischen dem, was uns und Sie zukünftig in der Arbeitswelt erwarten wird und dem, was Sie da können müssen. Ich bin vom Mittelstand Digitalzentrum Hannover. Und mit dieser mobilen Fabrik haben wir eine Mini-Produktionsanlage, die wir durch ganz Niedersachsen fahren und mit der wir eben Digitalisierungslösungen in der Produktion zeigen. Also ich habe so den Eindruck, was ich bislang hier in Lüchow gesehen habe, dass die sehr gut dastehen. Das ist auch alles, was wir hier in klein dabei haben, von 3D-Drucker über Fräsen und auch darüber hinaus mit Kfz-Werkstatt und dergleichen mehr, haben die hier in Lüchow schon eine ganz gute Ausstattung und, glaube ich, ein sehr breites Angebot. Ja, es stimmt, dass der Eindruck der Wertigkeit eines Studiums vielleicht höher eingeschätzt wird, wobei aber das auch im realen Leben nicht zutrifft. Also eine Ausbildung zu haben, fundiert zu wissen, wie läuft das im Unternehmen ab, wie sind die Strukturen da und auch eben die Kompetenzen am Beruf sozusagen zu erwerben, sehe ich zumindest auch als sehr äquivalent an. Und sehr hilfreich, auch wenn man danach vielleicht nochmal ein Studium anschließen sollte. Und es gibt ja auch vermehrt Bemühungen, zum Beispiel von Industrie- und Handelskammern und anderen Wirtschaftsvertretern und Verbänden, die eben auch das Ansehen der Ausbildung fördern wollen und zu Recht eben auch tun. Ja.